Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge auf dem Hecht und Barsch Kanal. Ich darf mal wieder begrüßen Big L. Hi. Wir wollen euch Prototypen präsentieren, die es noch nicht gibt. Wir wollen euch nur ein bisschen heiß machen. Alles noch mehr oder weniger mit im Entstehungsprozess und daran lassen wir euch heute teilhaben. Luis, was haben wir vor heute, sag mal? Ich habe eine pelagische Rute in der Hand. Wir wollen heute ein bisschen pelagen. Was hast du denn dabei? Es geht mir eigentlich in erster Linie um diesen Kameraden hier. Das Besondere an diesem Köder ist der Tail und den zeige ich euch aber im Lauf dieses Videos. Also, der geht gleich das allererste Mal ins Wasser und dann... sind wir gespannt auf den Schwanz! Du Spinner! Alter, was bin ich gespannt, ob der Köder was bringt. Ich würde es gar nicht sagen. Erstes Mal, dass dieser Köder im Wasser ist. Direkt gebissen. Direkt gebissen. Wir gucken nochmal, ob wir einen anderen anfischen können. Wir sind heute übrigens das allererste Mal mit dem neuen Hummingbird Mega Live auf dem Wasser. Und wir werden natürlich auch versuchen, das irgendwie zu nutzen. Gestern montiert, hast du gesagt? Ja, ich habe es erst seit gestern. Gestern drauf. Montiert, das allererste Mal. Also ein bisschen Einstellungssache, wie alles im Leben eigentlich. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich habe mir natürlich auch eins bestellt. Ihr seht, ich sitze hier vorne in meinem Cockpit, habe unter mir mein Fußpedal vom Bugmotor. Das Ganze wird natürlich auch mit einer Fernbedienung funktionieren. Um die Fische dann zu suchen, habe ich den Geber an einer Stange hier an der Seite festgemacht. Und das Coole an dieser Geberstange ist, dass ich die halt schwenken kann. Und das bedeutet dann für mich, dass ich quasi den Grund abscannen kann nach Fischen und auf dem Bild sehen wir dann in Echtzeitübertragung, was da unten abgeht und eventuell finden wir dann so einen Fisch am Grund oder im Freiwasser und haben dann die Möglichkeit, den Fisch anzuangeln. Was natürlich auch hilft, ist, wenn man vielleicht ein zweites Echolot hat oder vielleicht sich ein Splitscreen macht und sich noch eine Karte anzeigen lässt. Darauf wird aufgezeichnet, wo man gerade lang gefahren ist. Und falls man einen Fisch gesehen hat, kann man dann auch mit Blick auf der Karte grob den Fisch lokalisieren und nochmal eine Runde drehen und dahin fahren. Aber es ist schon auch gar nicht so einfach. Es ist jetzt nicht so, dass man denkt, man fährt pelagisch irgendwo hin, macht drei Würfe und fängt einen. Also erstmal muss man die Fische finden und dann müssen die Fische auch reagieren. Dann muss man die richtige Köderstrategie haben. Also was, wie, mit welchen Bewegungen, teilweise passen die Farben nicht. Also es ist schon ziemlich ausgeklügelt. Ich bin alles andere als ein Experte auf dem Gebiet, aber das Probieren macht halt wirklich sehr, sehr viel Spaß. Verfolgung wird aufgenommen. Also das ist einmal der Hecht. Das ist typisch, dass sie sich so aufstellen zum Köder hin. Und hier drüber, der kleinere Punkt, das ist jetzt der Prototyp, den wir da runtergelassen haben. Er schaut sich den Köder an, aber anscheinend hat er keinen großen Hunger. Die Hechte reagieren generell ziemlich schnell, aber das bedeutet halt nicht, dass sie dann auch immer zupacken. Ja, so ist das manchmal. Oder was heißt manchmal? Oft. Sehr oft. So ist das oft. Also man sieht viele Fische, aber man fängt nicht viele. Ja. Ne? Das ist schon absoluter Wahnsinn, was man über diese Live-Technologien alles sehen kann. Auch wie Fische sich verhalten. Ne? Also wenn man zum Beispiel mit dem Köder zu nahe kommt, dass der dann abhaut. Manchmal hat man ja wirklich das Gefühl, auch die Fische erschrecken sich, dass sie den Köder erst gar nicht richtig wahrgenommen haben und auf einmal kommt der Köder und dann hauen sie sofort ab. Also das sind aber meistens Zander. Hechte sind eigentlich eher ein bisschen neugieriger und gucken dann schon mal ein bisschen länger. In der Regel jeder Hecht kommt einmal gucken. Also er kommt einmal zum Köder und dann dreht er ab. Und Zander sind oft so, die kommen dann so ganz langsam erstmal zum Köder und sehen dann, ihn dann und dann hauen die ab. Und dann bye bye. Ja. Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, nee, reagiert. Stellt sich schön auf. Ah,
verfolgt jetzt die ganze Zeit den Köder. Jetzt bestimmt schon 3 Meter hoch. Der Rico kurbelt den Köder langsam ein. Über ihn. Das war jetzt scheinbar in letzter Zeit die beste Variante. Jetzt den Rico den Köder stehen lassen, aber trotzdem nicht gebissen. Er ist noch dran. Er ist noch dran. Jetzt haut er ab. Schon unterwegs. Aber da unten ist noch einer. Da unten ist noch einer. Gucken, was er dazu sagt. Ne. Ne. Die Null, das ist das Boot. Klar. Also kann ich quasi mit diesem Geber auch ein bisschen nach hinten schauen. Also was in die andere Richtung ist, in die ich zeige. Ja. Und dann, wenn sich dann die Sichel hier befindet, also hinter unserem Boot, dann weiß ich, okay, wir müssen dann vielleicht das Boot drehen. Wow, haben die gar keinen Bock gerade? Es ist schon absoluter Nervenkitzel. Man ist auch extra so leise. Wenn man dann einen Fisch auf den Screen kriegt, ist man extra so, kommt da nicht. Ja, nicht verscheuchen, aber am Ende entscheidet das der Fisch immer. Oh, Junge. Er hat gleich gebissen. Er ist gar nicht gekommen. Er hat gleich genommen. Vom Grund hochgeholt. Ist er schon fast an die 4 Meter hochgekommen. Und es geht noch weiter. Ich kurbel. Ja, meistens so bei 8 Meter sind die dann umgedreht. Die, ja, da. Siehst du? Da. Da ist er weggeschossen. Schade, Schokolade. Jetzt müssen wir nur darauf warten, dass die peiklich so richtig Hunger bekommen. Ja. Das heißt, es ist einfach nur durchziehen. Ja, ist jetzt vielleicht eine lange Nacht, lieber Louis. Das ist kein Problem. Na, ich ahnte es. Komm, ich lass jetzt mal runter. Ja. Mache ich spanische Hähnchen. Da war ein Manöver. Zander, ne? Wir müssen hier weg. Ja, sehe ich genauso. Wir haben gerade hier diesen Bereich abgefischt, auf der Kante. Und hier haben wir eine sehr stark abfallende Kante. Und wir haben gemerkt, dass hier sich sehr, sehr viele Zander gerade aufgehalten haben. Deswegen hauen wir jetzt hier ab und werden jetzt diesen Bereich hier befischen, wo dann quasi der Übergang von flach zu tief etwas, ja, sanfter ist und nicht so abrupt wie hier. Weil das ist auf jeden Fall hier sehr zanderlastig gewesen. Solche Probleme hat man dann irgendwie auch gerne. Aber Zander wollen wir nicht und auch erst recht nicht in den Tiefen, wo wir unterwegs sind. Also von daher ist das schon ganz schlau von uns. Ne? IQ 500. Wir beide sind natürlich zusammen doppelt so schlau wie alleine. Und deswegen hauen wir jetzt hier ab. Junge! Okay, dann wechseln wir jetzt den Spot. Zweiten Köder wollte ich haben. Sehr schön. Ich glaube, das ist was Vernünftiges. Abgegangen. Ausgestiegen. Why? Weil sie nicht gut beißen. Warte mal. Wir haben jetzt 10:30. Wir haben jetzt auch ein bisschen kälter. Ja.
Ärgerlich. Wieder rattert. Es wird so Zeit. Es wird Zeit. 22.40 Uhr und der erste Fisch ist gelandet. Ah, vielleicht kommen sie jetzt in Fahrt. Vielleicht kommen sie jetzt in Fahrt, tatsächlich. Ich glaube, wir müssen durchziehen. Alter Schwede. Jesus. Oh Mann. Oh. Eine Erleichterung macht sich breit. Ah, oh, Topfisch. Topfisch. Oh, was für eine Erleichterung. Und natürlich geht der jetzt schnell zurück und dann machen wir weiter, weil jetzt geht's hoffentlich bald los. Einsatz! Oh. Verlier den nicht. Hey, ich will ihn nicht verlieren. Ich will ihn nicht verlieren. Jawoll! Sauber. Oh, da ist der erste Fisch auf den neuen Prototypen. Die Nacht der Prototypen. Die Nacht der Prototypen ist geboren. Sie hat angefangen. Ah, oh, wie geil, ey. Oh, geil, ich freue mich. Vor allen Dingen auch, dass der Köder so funktioniert hat jetzt. Oh, ein schöner 90er Fisch. Richtig toll. 92. Ohne Wunden komme ich nicht davon. Vielleicht waren es nicht die letzten Wunden für heute. Super geil, ich bin mega happy. Auch, dass der Köder funktioniert hat. Und jetzt zeige ich euch mal, was an diesem Köder so besonders ist. Ich bin immer noch am Bluten wie die Sau, aber das ist gar nicht so schlimm. Der Köder ist der allererste Prototyp unseres Drunk Shooters. Man sieht hier eine schöne schlanke Form in der Drunkbait-Manier hier vorne. Dann hier diese beiden Flossen und dann eine relativ bauchige Partie. Hinten haben wir einen Doppeltail, der eigentlich wie ein V-Tail, also wie ein V-Schwanz ist, in der Form von so Krebsscheren. Wenn wir ihn stehen lassen und ganz, ganz normal halt pelagisch angeln und kurz anzupfen, dann baumelt der natürlich hier hinten sehr, sehr schön. Aber wenn wir ihn dann wegziehen, dann fängt er an, hier ganz langsam hoch und runter sich zu arbeiten. Also wirklich auch so Schwimmbewegungen zu machen. Nicht wie ein Paddelschwanz, wie zum Beispiel beim Gummifisch, sondern der geht halt so langsam hoch und runter, hat eine tolle Wasserverdrängung. Und je schneller wir ihn dann wegziehen, desto mehr und ausgeprägter sind eben diese Scherenbewegungen. Dann irgendwann laufen die entgegengesetzt und funktionieren wirklich wie so ein Doppelschwanztwister. Das ist eben diese letzte Flucht, wenn zum Beispiel Hechte kommen und man den Köder so ein bisschen wegziehen muss, was im Moment wohl anscheinend der Fall ist, dann ist das ein ganz, ganz großes Plus und wirklich eine außergewöhnliche und einzigartige Form des Tails hier bei einem solchen pelagischen Köder. Ob der dann letztendlich genauso bleibt, wie er jetzt ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht ändere ich noch die ein oder anderen kleinen Feinheiten oder Details, aber auf jeden Fall fängt das Ding Fisch und das ist super. Hier auch ganz geil zu sehen, das hier ist eine aufgezeichnete Karte, die AutoChart Live heißt. Das heißt, immer wenn das Boot sich bewegt, zeichnet es automatisch wahrscheinlich über den Heckgeber, oder? Ja, genau, über den Heckgeber. Und ich kann das hier auch einmal ausstellen, diese Karte. Dann sieht man quasi nur die Navionics-Karte und genau. Hat halt weniger Struktur zu sehen. Das Geile an AutoChart Live ist eigentlich, dass man sich seine eigene Karte erstellen kann, so wie das Gewässer tatsächlich zu dem Zeitpunkt ist. Und dementsprechend auch teilweise wirklich so die Details
rausfinden, ob es mal ein kleines Loch gibt oder mal einen kleinen Hügel. So, ich hätte was zum Anfischen. So, am besten machst du einen kleinen Pendelwurf in die Richtung. Schwimm ein bisschen nach rechts. Halt die Route ein bisschen nach rechts. Wow, abgehauen. Ja. Und wie? War aber höchstwahrscheinlich ein Zander. Also auch so, wie der abgehauen ist. Er ist relativ passiv und dann relativ schnell abgehauen. Aber es ist für uns auch immer noch eine Findungssache, jetzt gerade mit so einem nagelneuen Gerät sich ein bisschen auseinanderzusetzen. Deswegen machen wir so ein bisschen das Teamwork. Also Louis steuert das Boot jetzt erstmal. Und ja, und ich stelle auch alle paar Minuten mal die Darstellungsfarbe um und spiele ein bisschen am Kontrast und an der Empfindlichkeit, um halt einen Weg zu finden, wirklich die Fische gut zu erkennen. Also ist hier noch alles Learning by Doing. War ganz schlecht. Ja? Auch gar kein schlecht. Wow! Ja! Also, der Fisch hat auf jeden Fall den Köder richtig weggehauen. Ja. Also da habt ihr gesehen, warum ich jetzt gerade den Kescher hochgehoben habe. Und ich würde sagen, das ist mal ein amtlicher Pike. Wahnsinn, auch richtig gut genährt. Ich habe alles vorbereitet. Meter hat er nicht. Vielleicht der seltenste Hecht der Welt. Tatsächlich. 99. Sag ich ja. 99,5. Gutes Augenmaß. Und das ist ein fantastischer Hecht. Jawohl, Enrico. Yeah! Du bist jetzt auch auf den Geschmack gekommen vom Mega Live Gamer. Aber es ist schlimm, es ist schlimm. Richtig es geil. Es ist ein bisschen addictive, muss ich sagen. Ah, der ist soweit. Das ist das Gute, Leute. Am kalten Wasser. Die Fische sind sehr schnell zurück im Game. Und ich sage, lass es regnen. Geil. Ich glaube, es wird Zeit für den Big Fish Flachmann, my boy. Oh shit. Oh yes. Oh yes. Das ist so eine kleine Tradition hier an Bord. Bei Meta gibt es einen kleinen Aufwärmer. Einen kleinen Warmmacher, ich wollte gerade sagen. Ich bin sehr, sehr happy. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich freue mich natürlich auch. Hat super funktioniert. War ein bisschen Teamwork, ne? Der eine steuert das Boot, der andere lässt runter. Ja. Eine coole Angelei. Gut, der Fisch hat natürlich auch sehr gut reagiert. Ja, er war dankbar. Ich habe einmal kurz den Köder aus den Augen verloren. Aber ich habe halt trotzdem einfach weitergekurbelt, sodass der Köder steigt, so wie du es gesagt hast. Und dann hat er voll... Harry Louis. Was gibt denn heute Leckeres? Einen nicht alkoholischen, alkoholfreien... Ja. Honigschnaps. Ah, naja, dann. Auf deinen schönen Fisch. Tschüss. Oh. Kann man mit leben, oder? Für alkoholfrei schmeckt er ganz gut. Ehrlich, ne? Hm. Der brennt dann auch nicht so. Ja. Also bei mir dampft es, wenn ich aussah. Ach, Louis. Das war der Übeltäter. Es handelt sich momentan noch um einen Prototypen, aber der wird jetzt bald rauskommen. Der ist schon bestellt. Und zwar ist das der Harry Louis in der Länge 20 cm. Und das ist einer meiner Lieblingsfarben, die wir oft fischen nachts. Purple Haze.
Leute, es ist schon wirklich irre, was diese Technik alles möglich macht. Ich war, muss ich ganz ehrlich gestehen, nie so wirklich derjenige, der viel mit Live gearbeitet hat. Immer nur auf anderen Booten. Also ich habe selbst noch nie ein Live-Gerät besessen, aber es macht schon Spaß. Das muss man ganz klar sagen. Ja, und da kommt schon der nächste Fisch rein. Das sieht man hier unten. Ah, man merkt, du fischst nur Helix. Ja, genau. Das ist ein Touch. Schade. Es ist super interessant, weil man lernt sehr viel, gerade über die Technik, gerade über das Mega Live hier, wie die Fische wirklich auf manche Bewegungen reagieren oder halt also zum Negativen reagieren, dass man vielleicht eine Bewegung zu viel macht und der Fisch zieht sofort ab, also haut sofort ab. Ist schon verrückt. Oh ja, das ist ein großer Fisch. Da sieht man jetzt den Köder schön. Ein bisschen Kontrast runtergedreht. Ah, sehr gut. Oh ja, das ist ein großer Fisch. Den Köder sieht man genau davor. Maschine. Oh fuck, er hat ihn angetickt. Nein! Er hat nur angetickt. Junge, der ist riesig. Er taucht doch ab. Warst du so am Einkurbeln? Ja, langsam. Okay. Nimm mal den anderen Köder. Nimm mal die andere Route, die gerickt ist. So ein bisschen nach links. Zwei. Der obere war der, der gerade agiert hatte. Ja. Da ist er. Ja. Sehr schön. Pass auf. Bremse ein bisschen auf. Abgegangen. Fuck. Ab? Ja. Fuck. Ah. Was sagst du vom Gefühl her? Na, so groß wie der andere. Ja? Ja. Das war aber der kleinere. Ja. Der große hat nicht gepackt. Egal, ich habe den großen hier noch drauf. Dann lass uns nochmal den Köder runter beim großen. Riesenfisch, Digga. Ah, zu weit weg. Mach nochmal neu. Überwirf den einfach ein bisschen, mach einen längeren Wurf. Ja, das ist der Große, Mann, das ist der Große! Das ist der Große, pass auf mit der Geberstange hier. Deswegen Bremse auf. Ab. Nein! Ich schwör's dir. Oh, Mann! Junge, das war ein richtig großer Fisch. Das war ein richtig großer Fisch, das wäre 1,20 Meter gewesen. Also der beißt auch noch. Fuck. Aber nur weil er so überkam, wette ich mit dir. Aber hey, that's life. Weil das ist nicht normal. Das ist erstmal nicht normal, dass man einen findet und dann, dass er noch beißt. Naja, und dann? Ich meine, du angelst hier mit Profis. Ich weiß nicht. Was meinst du? Nein, du angelst hier mit Profis. Natürlich krieg ich den zum Beißen. Also Louis fährt mit dem E-Motor hier ganz langsam die Kanten ab. Immer mal wieder auch flacher und dann ein bisschen tiefer. Louis, worauf muss man achten, wenn man Fische sucht? Wenn man Glück hat, sieht man natürlich eine schöne Sichel überhalb vom Grund. Aber teilweise sehen wir auch Fische, die am Grund liegen. Deswegen achte ich auch viel auf die Bodenlinie. Ja. Und wenn ich da eine Unebenheit sehe, fahre ich da etwas näher dran und gucke, ob ich dann den Fisch richtig anleuchten kann, wie mit meinem Geber. Manchmal sind die so press am Boden, dass es auch ein Stein sein könnte. Und diese Signale hier im Mittelwasser, das sind auch Fische? Ja, genau. Also ich habe die Empfindlichkeit ein bisschen runtergeschraubt, dass ich nicht jedes kleine Fischlein sehe, weil in diesem Bereich, wo wir uns gerade befinden, halten sich sehr, sehr viele Futterfische auf. Mhm. Und die sehen wir hier immer wieder aufblitzen. Und das sind dann einfach ein paar aus dem Schwarm, die wir hier sehen. Aber wenn ich die Empfindlichkeit höher machen würde, würden wir sehen, dass hier alles wirklich voll ist mit kleinen Fischlein. Und die meisten Fische sind hier so zwischen 4 und 10 Meter unterwegs, also praktisch in diesem Bereich. Aber das ist natürlich für uns auch interessant zu sehen, wo die Fische dann auch stehen.
genau darunter oder teilweise auch dazwischen oder darüber stehen dann eben auch große Räuber. Aber mal Norbert. Genau, jetzt einmal Manöver. Und zwar werden wir jetzt mal ein anderes Gebiet absuchen. Ja, wir fahren jetzt in einen flacheren Bereich, wo wir wissen, da sind fast ausschließlich Hechte. Genau, leider haben wir einen richtig großen Fisch zum Biss animieren können, aber der ist leider nicht hängen geblieben. Das war sehr schade. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass man auch mal demonstrieren kann, dass es nicht so einfach ist, wie alle immer denken. Es sieht auch immer so aus, als würdest du genau wissen, was du da tust. Ich denke auch, dass es so ist. Ich hoffe. Aber selbst wenn wir wirklich perfekt über dem Fisch stehen, ist es schon manchmal so, dass der Fisch dann irgendwie seitlich wegschwimmt oder so. Und da muss man hinterherfahren. Also es ist schon auch harte Arbeit, wenn man fahren muss. Aber trotzdem macht es riesengroßen Spaß. Will jemand eine Mettwurst? Ja, Mann. Ich hatte gerade gehört, Hunger. Oh, Mann. Ach komm, für meine guten Gäste gibt es nicht nur Mettwurst. Dann machen wir hier ein bisschen die Tapas-Bar auf. Quatsch, Mann. Was für Quatsch. Mettwurst für dich mache ich. Wenn man nichts beißt, beißen wir uns was rein. Pussy Wagon is arrived. Tiki-Taka. Tiki-Taka. Schnelles Spiel. Ganz kurze Pässe, um dann am Ende zum Ziel zu kommen. Das machen wir. So machen wir es. Alles klar. Let's go. Aber hier ein Stück Käse noch. Wow, Alter. Der hat aber richtig reingehauen. Rico, das soll jetzt ein Scherz, oder? Warum? Wir 3 Minuten am Spot sind. Oh, ist ein schöner. Erster Fisch, ne? Also ich meine, erster Fisch, den wir angefischt haben. Ja. Wir 3 Minuten am Spot. Ist ein schöner. Nice. 90 plus. Wahnsinn. Also, ja. Ich bin ein bisschen überrascht gerade tatsächlich. Ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass er so schnell reagiert. Ja. Richtig guter Biss auch. Also ich denke, der hängt auch sehr sicher. Natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Kleine Tipps am Rande. Macht euch erst ein Bild darüber, wo der Köder hängt. Ja, jetzt dreht er ein bisschen durch. Im Dreh war er nicht so spritzig wie jetzt. Gleich nochmal versuchen zu jumpen. Aber solange er im Kescher ist und im Wasser, geht es dem Fisch viel, viel besser, als wenn wir ihn draußen haben und er zappelt. Ja, da ist er. So, Fisch zurück im Kescher. Köder aus dem Kescher raus. Das ist auch immer wichtig. Wieder mit dem Mega Life. Ja, 90 wieder haben. Richtig toll. Und der geht jetzt schnell zurück. Der will auch schon weg. Und da ist er weg. Ich bin sehr, sehr happy. Ein weiterer toller Fisch mit Hilfe des Mega Life. Ja, und das sind halt Sachen, die gehören dazu beim Hechtangeln. Da blutet man halt mal ein bisschen. Du überlebst das. Ich werde es überleben. Ja. Hoffentlich. Leute, und das sind genau die Momente, die so spannend sind. Wenn man den Fisch halt drauf hat und den Köder drauf hat und dann dementsprechend eigentlich nur warte, dass der Fisch reagiert. Einen anderen Köder hinhauen. Ja. Boah, nice. Scheiße, Rico, der nächste Fisch, den wir anfischen. Das ist irgendwie. Was? Aber was war denn los? Ja, ich glaube, die Bremse war noch auf. Wie hat er sich angefühlt? Nicht schlecht. Nicht schlecht? Ja. Weil ich glaube, das sah auch ein bisschen besser aus. Ja, der Fisch war nicht schlecht.
Also, die sind sowieso alle nicht schlecht, aber der war nicht klein, sagen wir es so. Ah. Ja, aber dein Louis hier. Der läuft, ne? Der geht ab. Ich sag's dir. Purple Haze, ey. Also Leute, wir haben jetzt wieder einen Fisch drauf, den Louis jetzt anfährt. Ist gar nicht so einfach, weil der Fisch in Bewegung ist. Vielleicht noch einen Tick runter. Das ist ein guter Fisch. Kommt hoch. Sehr gut. Kurva! Hängt nicht. War aber auch kein krasser Biss. War kein krasser Biss. Aber der war groß. Hat ihn berührt. Siehst du, das meine ich. Aber der hat nur so. Aber mit der Schnauze einmal berührt. Reicht so. Ah ne, der schwimmt weg. Jetzt muss ein bisschen doch in die Richtung fahren. In welche? Zum Fisch hin. Weil sonst bin ich gleich zu stark ausgependelt. Warte. Ich bin direkt über ihn. Kommt. Ja! Nice. Hast du gesehen, ich habe 10 Meter nach vorne geworfen. Ja. Super. Richtig cool. Kleiner. Ich würde sagen, kleiner. Spritzer. Na, Spritzer ist es nicht. Wow. Hat er Luft gezogen, hast du gehört? Boot entschneidert? Ja, jetzt wir beide. Ach so, okay. Jetzt habe ich es auch verstanden. Weil wir haben ja eigentlich schon was gefahren. Ja, aber ich doch nicht. Ja. Jetzt durfte ich auch mal. Jetzt bin ich gefahren. Jetzt hat ganz gut geklappt. Super. Ja. Also Leute, ihr seht, richtig, richtig gut funktioniert das mit dem Mega Live. Auch wenn wir vielleicht uns noch ein bisschen einspielen müssten. Ja. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt wieder zusammen unterwegs sind seit langer Zeit. Ja. Sehr gut, Louis. Ich freue mich für dich. Ja, vielen Dank. Cool. Wahrscheinlich der Kleinste. Das ist der Kleinste, der hier rumschwammt. Den wir angefischt haben. So. Der Kleine will sich schütteln. Ja, das gespürt. War knapp. Ja, ich habe schon gespürt im Körper, der hat ein bisschen Spannung aufgebaut. Genau, das merkt man nämlich immer. Dann verkrampfen die so und bauen Spannung auf und dann ist es immer besser loszulassen. Einmal zur der Route, die wir heute hier fischen. Es handelt sich um eine Solution Contact Baitcast in 1,95 Meter Länge. Da wir versuchen natürlich teilweise auch relativ nah am Geber zu fischen, ist eine kürzere Route von Vorteil. Als Wurfgewicht haben wir hier 15 bis 55 Gramm. Das klingt im ersten Moment vielleicht nicht besonders schwer, da wir teilweise auch sehr schwere Gewichte nehmen. Aber man darf nicht vergessen, dass wir halt den Köder einfach nur unter der Rutenspitze runterlassen zum Fisch. Das heißt, wir brauchen nicht auswerfen. Ich fische sehr gerne beim Pelagen Ruten, die eine etwas feine, sensible Spitze haben. Denn es ist für mich wichtig, dass beim Anbiss wir nicht zu viele Fehlbisse haben. Da eine vielleicht zu steife Rute es dem Räuber schwieriger macht, sich den Köder einzusaugen. Deswegen haben wir hier eine Spitze, die ein bisschen nachgibt. Beim Biss kann der Zander oder der Hecht sich perfekt den Köder einfalten, einsaugen. Und wir haben mit der Rute aber auch ein sehr, sehr starkes Rückgrat. Also die wird sofort böse, die Rute, was natürlich beim Anhieb wichtig ist. Diese Rute gibt es jetzt auch seit neuestem als Statement-Variante. Die haben wir auch heute mit an Bord. Wir haben einfach zwei fertig gerickte Ruten, um einfach schnell einen unterschiedlichen Köder zu präsentieren. Reagiert der Fisch nicht auf den ersten Köder oder hat vielleicht sogar gebissen oder hat sich den nur angeschaut, haben wir dann einfach die Möglichkeit, schnell die zweite Rute zu greifen und lassen dann die andere Rute runter. Ja, oder du machst hier einen kleinen Schlenzer zur Seite. Alter, ruppelt er. Sieht gut aus, ha? Cool aus. Ja,
ein schicker Fisch. Kommt. 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 Oh! Kommt! Wahnsinn! Wow! Yoga. Oh. Mega live läuft. Mega läuft live. Live läuft. Live läuft mega. Was auch immer ihr wollt. Wow. Nice, Mann. Mach mal kurz den Anker rein. Ja, pass, Mann. Oh, und der hat so am Boden geklebt, ne? Ja. So krass am Boden geklebt. Wir hätten ihn fast nicht gesehen. Nur so eine kleine, wirklich so eine ganz kleine Delle unten am Grund. Dann einmal kurz drüber gefahren. Dann löst er sich und echt ein, zweimal animiert. Baff, sofort drauf. Richtig geiler Fisch, ey. Oh yes. Oh ja. Ach, schwer. Fuck, jetzt hat er mich doch erwischt. Scheiße. Ich habe Verbandzeug. Alles gut. Ich habe alles. So schlimm ist zum Glück nicht. Das Köder ist aber draußen. Okay, also, ne? Hier, Pike Thump. Eigene Blödheit, muss man sagen. Oh. Ja, siehst du? 98. Ich hab schon gedacht, dass er nicht unbedingt einen Meter hat, da ist er so fett. Geil. So, auch der geht natürlich sofort zurück. Oh, das ist meins. Da ist er schon weg. So, ich verarzte dich erstmal. Oh, das ist sehr gut. Ja, natürlich kein schöner Anblick. Also auch eigene Dummheit, muss man sagen. Es gibt so einen Punkt hier an der Seite vom Hechtmaul oben im Oberkiefer, den kann man so ein bisschen aufklappen. Aber natürlich in dem Moment schüttelt er sich und war ein bisschen doof von mir. Die Köder, die wir zum pelagischen Angeln nehmen, sind alle relativ ähnlich gebaut. Und zwar lange, schlanke Köder mit No oder Low Action. No Action bedeutet, dass die Köder eigentlich nicht wirklich viel Eigenaktion haben, trotzdem aber im Körperbereich schön arbeiten, auch wenn sie hinten nur einen Gabelschwanz, also so einen V-Schwanz haben, oder halt hier diese Fransen. Dann haben sie nicht eine Aktion wie zum Beispiel einen Gummifisch mit einem Schaufelschwanz hinten, sondern wirklich fast keine Eigenaktion, trotzdem aber genug Spiel und Vibration. Hier mal der Harry Louis in 20 cm. Das ist auch ein Köder, mit dem wir heute sehr, sehr gut gefangen haben. Hier montiert mit einem relativ, also echt ausschauenden Fischkopf und dann hier oben ein Drilling obendrauf relativ nah am Kopf. Denn die meisten Bisse kommen wirklich in diesem Kopfbereich. Also es ist ganz, ganz selten so, dass die Fische nur die Köder anstupsen oder hinten im Schwanzbereich beißen. Und deswegen reicht auch in 95% der Fälle dieser einzelne Drilling hier vorne am Kopf an der Oberseite montiert, um die Fische auch wirklich vernünftig zu haken. Was ich denke, was sehr wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass man Augen mit ins Spiel bringt. Das ist nicht nur in der Nacht das pelagische Fischen dementsprechend populär, sondern auch natürlich am Tag. Und deswegen sind Augen für mich auch immer ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass die Fische auch ihren Beutefisch vernünftig orten können und dann dementsprechend auch wissen, wo das Kopf oder wo das Schwanzende ist und deswegen dann auch im vorderen Bereich beißen können. Hier mal für jeden vielleicht auch zum Ausprobieren Harry Louis in diesem Fall in 20 cm mit diesem Drilling-System obendrauf und einem Einschraubkopf. Also wir haben hier keinen Einzelhaken, der irgendwie starr ist. Das sieht man auch hier in der Bewegung selbst. Sind die Köder sehr, sehr weich und flexibel, eben weil es kein starrer Haken durch den Köder selbst ist, sondern nur vorne eingedreht und dann hier oben mit diesem Drilling-System Sprengring, Wirbel, Sprengring, Drilling und so werden die Dinger montiert. Also geile Sache. Leute, was war das bitte für ein geiler Angel? Na, Tag kann man nicht sagen, Angelabend, oder? Ja, Nachtsession. Nachtsession, ja. Also wir sind echt kaputt und total vermackelt überall. Aber zum Schluss hat es richtig gut funktioniert, muss man sagen. Also ohne Spaß. Es war so eine geile Angelei. Erst recht, weil wir halt wirklich auch die beiden Köder ordentlich rangenommen haben. Einmal das und es war einfach dieses Testen von allem, von dem Mega-Live-Geber, genau, von den neuen Routen, von den Ködern. Also ich bin erstmal begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Sachen heute schaffen und einen Haken hintersetzen. Also
War echt cool. Ja, also mir hat es auch riesig Spaß gemacht, obwohl ich das nicht sehr häufig mache. Aber natürlich, wenn ich solche Köder präsentieren möchte, also in der Entwicklung und so, muss ich die auch testen. Deswegen erstmal vielen Dank, dass du mich mitgenommen hast. Kein Problem. Immer gerne. Aber klar, also sowas zu testen macht natürlich auch riesig, riesig Bock. Und erst recht, wenn man dann auf die eigenen Köder auch noch Fische fängt, ist es eigentlich doppelt geil. Also, ich würde sagen, für uns ist Zeit, ins Bett zu gehen. Es reicht auch wirklich. Ja. Wir haben eine harte Session hinter uns, echt. Ja. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Lasst uns eure Fragen, Anregungen, Anmerkungen in den Kommentaren da. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, fleißig abonnieren, Glocke an, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Und wir sind raus für heute, aber nicht für immer. Bis dann, Louis, vielen Dank, Mann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.